zu unserer Taizé-Andacht. Diesmal in etwas anderer Form. Der Tisch des Wortes ist heute mit zwei Lesungen aus dem Alten Testament und einem Evangelium in seiner Langform reichlich gedeckt. Aber das hat seinen Grund, denn heute ist ökumenischer Bibelsonntag. Die Lieder und Gebetstexte finden Sie eingeblendet. Feiern Sie mit uns Gottesdienst. Das meint Gottesdienst an uns. Wir lieben alle.
Lesung aus dem Buch der Psalmen. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Führe mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich hoffe ich alle Zeit. Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld, denn sie bestehen seit Ewigkeit. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Er wird euch einen Propheten wie mich senden, einen Mann aus eurem Volk. Auf den sollt ihr hören. Ihr selbst habt euch dies am Berg Horeb vom Herrn gewünscht. Als ihr dort versammelt wart, habt ihr gesagt: Wenn wir weiter die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören, gehen wir zugrunde. Wir können auch dieses gewaltige Feuer nicht länger ertragen, sonst sterben wir. Der Herr antwortete mir damals: Die Israeliten haben recht. Ich will ihnen auch in Zukunft einen Propheten senden wie dich, einen Mann aus ihrem Volk. Ihm werde ich meine Worte eingeben, und er wird sie den Israeliten mitteilen. Wer nicht auf ihn hört, was er in meinem Namen sagt, den werde ich dafür zur Rechenschaft ziehen. Wenn aber der Prophet überheblich wird und etwas in meinem Namen sagt, was ich ihm nicht befohlen habe, oder wenn er im Namen anderer Götter spricht, dann muss er sterben. Wort des lebendigen Gottes. Ist das Licht, du vergisst mich nicht.
Franziskus hat den dritten Sonntag im Jahreskreis zum ökumenischen Bibelsonntag bestimmt. Der Sonntag des Wortes Gottes soll der Feier, dem Nachdenken und der Verbreitung des Wortes Gottes gewidmet sein. Die Feier des Sonntags des Wortes Gottes ist von ökumenischer Bedeutung, denn die Schrift zeigt denen, die auf sie hören, den Weg, der beschritten werden muss, um zu einer authentischen und soliden Einheit zu gelangen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Nun kamen sie in die Stadt Kapernaum. Gleich am nächsten Sabbat besuchte Jesus die Synagoge und predigte dort. Die Zuhörer waren von seiner Rede tief betroffen. Es war anders als bei ihren Schriftgelehrten, denn alle spürten, dass durch Jesus Gott selbst zu ihnen sprach. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Der schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist der von Gott Gesandte. Aber Jesus wusste, dass nicht der Mann selbst sprach, sondern der böse Geist in ihm. Deshalb befahl er den Dämon: Schweig und verlass diesen Menschen. Da zerrte ihn der Dämon hin und her und verließ ihn dann mit einem lauten Schrei. Darüber erschraken alle in der Synagoge und fragten sich: Was ist das nur für ein Mensch? Was der sagt, ist ganz neu. Und mit welcher Macht er auftritt? Seinen Befehlen müssen sogar die bösen Geister gehorchen. In Windeseile wurde in ganz Galiläa bekannt, was Jesus getan hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Of the Lord in the land of the living.
Ich lade Sie ein, in der nun folgenden 5-minütigen Stille Ihre Gedanken, Ihre Bitte und auch Ihren Dank im Gebet vor Gott zu tragen. Ich werde die Stille jeweils mit der Klangschale einleiten und auch beenden. All unser Sehnen und Hoffen
fasst das Gebet zusammen, das Jesus uns zu beten und zu singen gelehrt hat. Das Vaterunser. In ökumenischer Verbundenheit sprechen wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis, das auf den evangelischen Theologen und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer zurückgeht. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Heiliger Geist, nimm von uns alle Angst und Furcht. Öffne uns für das Vertrauen und die Einfachheit des Herzens, damit wir uns selbst vergessen und uns dir ganz überlassen. Und bleibe bei uns alle Tage unseres Lebens. Amen. Thank you.
Frère Rocher betet, könnten wir uns stets daran erinnern, dass Christus Gemeinschaft ist. Er ist nicht auf die Welt gekommen, um eine weitere Religion zu stiften, sondern allen Menschen eine Gemeinschaft in Gott anzukündigen. Seine Jüngerinnen und Jünger sind berufen, schlicht und einfach Sauerteig des Vertrauens und des Friedens unter den Menschen zu sein. Gemeinschaft ist einer der schönsten Namen der Kirche. Spiritus Sanctus.